Die Rechtsanwältin verabredet sich mit Rabeas Freundin in der Nähe der Unternehmensberatung, in der die beiden Frauen zusammenarbeiten. Frau Julien? Hallo, entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät dran bin, aber unerwartet hat mein letzter Kundentermin länger gedauert. Überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass Sie es ohnehin so schnell geschafft haben. Wollen wir ein Stück gehen? Gerne. Also, Frau Winter und Sie sind nicht nur Kollegin, sondern auch befreundet. Ja, genau. Ja, aber stimmt das wirklich, was Sie am Telefon erwähnt haben? Rabea soll vergiftet worden sein. Also, ich bin komplett schockiert. Wer macht denn sowas? Genau, das versuche ich herauszufinden. Hatte sie denn Probleme mit irgendjemandem? Ich meine, außer mit ihrem Mann. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nach der Trennung ging es Rabea endlich besser. Wir sind dann ab und an weggegangen, haben einen drauf gemacht. Dabei ist sie richtig aufgeblüht. Mario, das Schwein hat dir wirklich zum Ende das Leben so zur Hölle gemacht. Herr Winter, haben Sie vielleicht noch mal einen Augenblick Zeit für mich? Ja, ich wollte gerade Feierabend machen. Wissen Sie, ich kann mich im Moment nicht so richtig auf die Arbeit konzentrieren wegen meiner Frau. Das glauben Sie mir jetzt vielleicht nicht, aber ich mache mir wirklich große Sorgen um Rabea. Ja, da haben Sie recht. Ich glaube nämlich eher, dass Sie Ihre Frau vergiftet haben. Verdammt noch mal, warum glaubt mir eigentlich niemand? Hey, was soll denn das? Ja, war wohl nichts. Sie können uns ja gleich auf der Dienststelle erklären, warum Sie weglaufen wollten, wenn Sie doch unschuldig sind. Na, weil mir keiner glaubt. Hören Sie, alle behandeln mich, als hätte ich Rabea vergiftet. Dabei habe ich ein Alibi, ich war bei meiner Mutter. Ja, das haben wir auch überprüft. Ihre Mutter hat fast die ganze Zeit geschlafen. Hätten Sie locker ein paar Stunden weg sein können. Oder aber Sie haben das Gift schon vorher im Haus Ihrer Frau platziert. Kommen Sie mit, wir gehen. Hatte Frau Winter denn eine neue Beziehung? Nein, nicht, dass ich wüsste. Obwohl, letztens kam sie ins Büro mit den Klamotten vom Vortag. Da habe ich mich dann schon gewundert. Hab sie aufgezogen, hab mir meinen Spaß gemacht und hab versucht, aus ihr was rauszukitzeln. Keine Chance. Sie hat auch keinen Namen genannt. Nein, leider nicht. Aber mit irgendjemandem muss sie was am Laufen gehabt haben. Definitiv. Wer könnte denn sonst noch was darüber wissen? Mei, Rabea schwärmte letztens so von ihrer Abnehmgruppe. Dass sie sich so wohl fühlt und öffnen kann. Vielleicht hat dort jemand was mitbekommen. Sie müssen wissen, Rabea ist in Liebesdingen wirklich sehr verschlossen. Oh, bevor ich es vergesse, stimmt ja. Ich habe letztens ihr Firmenhandy vom Schreibtisch mitgenommen. Vielleicht möchte sie es ja wieder haben im Krankenhaus. Ich nehme es gerne mit, aber ich denke nicht, dass sie so schnell wieder arbeiten sollte. Ja, haben Sie wohl recht. Hoffentlich geht es ihr bald wieder besser. Das hoffe ich auch. Im Anschluss fährt Isabella Schulien zur Tochter ihrer Mandantin. Die Anwältin muss herausfinden, wer Rabea Winter vergiftet hat. Und hakt deshalb bei Svenja nach, ob es im Leben ihrer Mutter einen neuen Mann gibt. Ich habe mich gerade mit Frau Wittig getroffen. Setzen wir uns doch. Mhm, danke. Gibt's Neuigkeiten von ihrer Mutter? Ja, sie bekommt Flüssigkeiten und ihre Vitalfunktionen werden überwacht. Aber der Zustand ist weiter kritisch. Wissen Sie eigentlich, ob Ihre Mutter wieder eine neue Beziehung hatte oder ob irgendwas in dieser Richtung gelaufen ist? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommen Sie denn darauf? Na, Frau Wittig hat mir das gerade erzählt. Aber die Polizei hat doch ihr Handy gecheckt. Müssen da nicht Nachrichten von einem Mann drauf gewesen sein? Frau Wittig hat mir das Firmenhandy ihrer Mutter gegeben. Mhm. Eigentlich wollte ich es bei der Polizei abliefern, aber leider erreiche ich den Kommissar nicht. Ja, dann sehen wir es uns halt an. Das sollten wir lieber der Polizei überlassen. Ach, kommen Sie. Nur kurz. An dem Tag vor der Sache mit dem Gift hat sie eine Mailbox-Nachricht bekommen. Rabea, hey, Thomas ist hier. Ich vermisse dich, mein Schatz. Kannst mich bitte zurückrufen? Wer ist denn dieser Thomas? Keine Ahnung. Aber die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist da noch mehr von diesem Thomas drauf? Ja, per SMS. Geht alles in dieselbe Richtung. Gestern war wundervoll, ich vermisse dich. Wann sehen wir uns wieder? Geben Sie mal her. Was machen Sie? Ich schreibe jetzt an diesen Thomas einfach mal einen Gruß von Ihrer Mutter. Lassen Sie mal sehen. Hey Thomas, ich vermisse dich auch. Wann sehen wir uns wieder? Sie glauben, der reagiert darauf? Bestimmt. Möchten Sie eigentlich was trinken? Entschuldigung. Danke. Wow, das ging schnell. Bist du schon wieder aus dem Krankenhaus raus? Vielleicht schaffst du es ja heute noch in die Gruppe. Kuss.
Meint er mit dieser Gruppe die Abnehmgruppe ihrer Mutter? Ja, stimmt, die ist jetzt dann. Ach klar, jetzt weiß ich, woher ich die Stimme kenne. Dieser Thomas und noch eine aus der Gruppe, die waren bei meiner Mutter im Krankenhaus. Es trifft sich gut, dann fahre ich doch gleich mal zu diesem Treffen. Wissen Sie, wo das stattfindet? Ja, ich gebe Ihnen die Adresse. Okay. Als die Anwältin wenig später zum Treffen der Abnehmgruppe erscheint, gibt sie sich zunächst nicht zu erkennen. Und ausatmen. Wir öffnen langsam unsere Augen und kommen in die Welt zurück. Entschuldigung, ich will gar nicht stören. Nein, wir waren gerade fertig. Hallo, Regine. Hallo. Knichert. Wollen Sie das nächste Mal vielleicht mitmachen bei uns in der Gruppe? Dann hole ich schnell einen Stift und was zum Schreiben. Dann geben Sie mir Ihre Telefonnummer und dann kann ich Sie anrufen. Sehr gerne, das ist nett von Ihnen. Danke. Was war denn das für eine Übung? Ach, eigentlich nur eine kleine Entspannungsübung. Thomas Rupprath. Ah, freut mich, Isabella Schulien. Aber Sie wissen schon, dass das hier eine Abnehmgruppe ist? Wenn ich mir Sie so anschaue, das haben Sie definitiv nicht nötig. Danke fürs Kompliment. Aber eine Freundin von mir hat mir die Gruppe empfohlen und da dachte ich, ich schaue mir das mal an. Vielleicht kennen Sie sie, Rabea Winter. Rabea? Ja, natürlich. Eigentlich wollte sie doch hier heute hier sein, aber sie ist doch aus dem Krankenhaus zurück, oder? Jetzt hören Sie aber auf. Ihre Frau liegt im Krankenhaus, weil sie vergiftet worden ist und Sie haben ihr kurz davor noch gedroht, sie umzubringen. Ja, das stimmt schon. Ja, das habe ich doch nur so dahin gesagt. Ach so. Und kurz darauf ist Ihre Frau fast tot. Reiner Zufall, oder was? Jetzt tun Sie uns doch allen einfach den Gefallen und erklären Sie, wie Sie es gemacht haben. Mann, ich habe gar nichts gemacht. Sagen Sie mir, wo das Gift drin war. Sagen Sie, wie Sie es gemacht haben. Wie, Herr Winter? Ehrlich gesagt, ich habe die SMS von Frau Winters Handy ausgeschrieben. Wie bitte? Naja, auf Ihrem Firmenhandy waren so viele Nachrichten von Ihnen. Und es sieht ganz danach aus, als wären Sie doch mehr als nur gute Bekannte. Sie können doch nicht einfach im Namen von Rabea Nachrichten versenden. Herr Rupprath, ich bin die Anwältin von Frau Winter. Ich versuche herauszufinden, wer sie vergiftet hat. Dann war es doch kein Infarkt? Oh Gott. Wollte man sie ermorden? Schöner Ring. Ist das der Grund, warum Sie Ihre Beziehung mit Frau Winter verheimlichen? Sind Sie verheiratet? Ja, wir beide sind hier verheiratet, Rabea und ich. Aber wenn ich mich von meiner Frau getrennt habe, habe ich gedacht, ich habe eine Zukunft mit Rabea. Aber wenn die SMS jetzt nur von Ihnen kommt, dann geht's ihr doch nicht besser. Also eins muss ich Ihnen erlassen. Das mit dem blauen Eisenhut, das war clever. Die Ärzte hätten fast geglaubt, dass es sich um einen ganz normalen Herzinfarkt handelt. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich bin auf gar nichts gekommen, verdammt nochmal! Hören Sie auf zu! Jetzt fahren Sie erst mal wieder runter und setzen Sie sich wieder hin, okay? Ich will doch einfach nur nach Hause. Ja, okay, bitte. Was? Ja, wir können Sie nicht länger festhalten. Sie müssen sich einfach nur zu meiner Verfügung halten, falls ich noch Fragen an Sie habe. Okay. Was ist denn noch? Ich denke, wir sehen uns schon sehr bald wieder, Winter. Wenn Sie meinen. Jetzt auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ihr Mann, das Schwein. Wie oft hat sie sich hier in der Gruppe ausgeheult über ihren Mann? Oder Regina? Was? Worum geht es? Ach, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rupprath. Bis dann. Wiedersehen. Haben Sie vielleicht kurz Zeit für mich? Es geht um Rabea Winter. Okay, wollen wir mal nach vorne gehen? Sehr gerne. Setzen Sie sich doch. Dankeschön. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen nicht gleich gesagt habe, wer ich bin. Aber ich wollte mir erst mal einen Eindruck von der Gruppe verschaffen. Kein Problem. Wir hoffen alle, dass es Rabea möglichst bald wieder besser geht. Sie haben sich vorhin mit Thomas eine Weile unterhalten? Ja, richtig. Wissen Sie eigentlich, ob zwischen den beiden mehr gelaufen ist oder waren die nur befreundet? Nein, da ist mir nichts bekannt. Rabea hat immer nur von ihrem Ex-Ehemann gesprochen. Ein richtiges Schwein, wenn Sie mich fragen. Sie sind also nicht nur die Gruppenleiterin, sondern auch so eine Art Psychologin. Wissen Sie, die Essgewohnheiten hängen ganz eng mit der Psyche zusammen. Da hilft ein Gruppengespräch schon sehr viel weiter. Oder unsere Kummerbox. Kummerbox? Was ist das denn? Ja, da kann jeder Gruppenteilnehmer einfach seine Ängste und Sorgen auf einen Zettel schreiben und dann hier einwerfen. Ja, das ist ja interessant. Darf ich da mal reinschauen?
Ja klar, ist ja eh anonym. Das letzte Mal ging es um geheime Versuchungen. Ich hatte in der Arbeit Stress und habe in der Mittagspause eine Packung Eis gegessen. Sagt Ihnen das irgendwas? Die Polizei sucht nach wie vor nach Hinweisen, wer Frau Winter vergiftet haben könnte. Und ehrlich gesagt habe ich gehofft, hier weiterzukommen. Verstehe. Hatte eine Heißhungerattacke und mir dann zwei Schokoriegel aus dem Regal genommen und gegessen. Emotionaler Stress. Manchmal reicht die Gartenarbeit nicht mehr als Ablenkung. Dann gehe ich an meinen versteckten Notvorrat mit Schokolade im Schlafzimmer. Sagt Ihnen der Zettel irgendwas? Ich glaube schon. Zumindest hat mir Frau Winter erzählt, dass sie sich gegen den Stress mit Gartenarbeit ablenkt. Naja, also vielen Dank schon mal. Sollte ich noch Fragen haben, dann melde ich mich bei Ihnen. Darf ich den mitnehmen? Ja, gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Der Hinweis aus der Kummerbox war Gold wert. Frau Winter hat mir erzählt, wie gerne sie bei der Gartenarbeit entspannt. Wahrscheinlich befindet sich das geheime Süßigkeitenversteck in ihrem Schlafzimmer und wurde von der Polizei übersehen. Bestimmt war da auch irgendwo Gift drin. Ich muss so schnell wie möglich zum Haus meiner Mandantin. Als Rabeas Tochter der Rechtsanwältin wenig später bei der Suche nach dem Süßigkeitenversteck hilft, bringt eine Entdeckung die 21-Jährige in Erklärungsnot. Also hier habe ich nichts gefunden. Ich auch nicht. Ich habe auch noch nie mitbekommen, dass meine Mutter irgendwo Süßigkeiten versteckt. Wahrscheinlich hat sie diese schwachen Momente. Und irgendwo hier im Schlafzimmer muss das Süßigkeitenversteck sein. Ein ziemlich gutes. Deswegen hat die Polizei auch noch nichts gefunden. Sie glauben, derjenige, der sie vergiftet hat, wusste von dem Geheimvorrat? Zumindest wusste er von den schwachen Momenten. Bei Stress. Und Stress hatte sie in den vergangenen Tagen wohl genug, oder? Ich glaube, hier. Was ist? Was haben Sie da? Ihre Exmatrikulationsbescheinigung. Ich dachte, Sie studieren Biologie in Bochum. Ja, ja, naja. Also, ich hatte vor, die Uni zu wechseln. Und die hatten wahrscheinlich noch meine alte Adresse im System. Aber Sie sollten unbedingt in das Bett sehen. Ich glaube, da ist was. Sie haben recht. Vielleicht haben Sie mal ein paar Handschuhe. Ich will keine Spuren verwischen. Ja. Bitte schön. Danke. Ja, bitte. Das sind die Pralinen, die Ihr Vater ihr gestern geschenkt hat. Sie glauben, dass da das Gift drin ist? Oh Gott, dann war es also doch mein Vater. Ich fasse es einfach nicht, dass er fast meine Mutter umgebracht hätte. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt unter Schock sind. Aber noch ist nichts bewiesen. Immerhin wusste auch die Abnehmgruppe von diesem Süßigkeitenversteck. Am besten, ich informiere den Kommissar. Dann können die Spuren ausgewertet werden und dann wissen wir mehr. Obwohl die Beweislast erdrückend ist, streitet Mario vehement ab, etwas mit dem Giftanschlag auf seine noch Ehefrau zu tun zu haben. Und ihre Fingerspuren waren auf der Pralinenschachtel. Sie haben die Pralinen vergiftet und sie wussten genau, dass ihre Frau bei Stress darauf zurückgreifen würde. Und für den nötigen Stress haben sie ja gesorgt. Mann, ich wollte mich mit Rabea versöhnen, deshalb sind meine Fingerabdrücke auf der Pralinenschachtel. Meinen Sie etwa, wenn ich meine Frau vergiften wollte, hätte ich so offensichtlich gemacht? Sie waren eben blind. Sie waren blind wegen der frischen Liebe ihrer Frau. Frische Liebe, dass ich nicht lache. Hören Sie, meine Frau hat sich in letzter Zeit durch alle Betten gevögelt. Was meinen Sie damit? Mann, ich habe Rabea beobachtet. Sie hat sich halt mit verschiedenen Männern getroffen, aber nie zweimal mit dem gleichen. Zurück. Hören Sie. Ich weiß, dass Sie mich für ein Monster halten. Aber bitte sagen Sie meiner Tochter, dass ich meine Frau nicht vergiften wollte. Sie meldet sich nicht bei mir und sie reagiert auf keinen meiner Anrufe. Vermutlich will Ihre Tochter nicht mit Ihnen sprechen, weil sie davon überzeugt ist, dass Sie versucht haben, Ihre Mutter umzubringen. Glaubt sie das wirklich? Deswegen haben Sie doch gestern mit ihr gestritten. Nein, darum ging es nicht bei dem Streit. Ich wollte sie trösten und sie wollte nur Geld fürs Studium. Ach so, braucht sie eine finanzielle Spritze wegen dem Uniwechsel? Von einem Uniwechsel weiß ich nichts. So. Untersuchung Ihrer Wohnung hat leider nichts ergeben. Aber Sie kommen trotzdem noch mit auf die Dienststelle. Na, kommen Sie mit. Wenn es sein muss. Begleitest du ihn? Ehrlich gesagt, Herr Niebler, bin ich mir langsam nicht mehr sicher, ob Herr Winter wirklich was mit dem Giftanschlag zu tun hat. Was?
Wieso das denn jetzt? Ich meine, wir haben ihn doch schon im Visier wegen der Bedrohung. Dann wäre er doch nicht so blöd und würde noch die Fingerspuren auf der Pralinenschachtel hinterlassen. Dann hätte er die Pralinen in dem Süßigkeitenversteck vergiftet und nicht die Schachtel seiner Frau offiziell übergeben. Aber wer soll es denn Ihrer Meinung nach sonst gewesen sein? Na, was ist denn mit Thomas Ruprat? Ich denke, dass er in der Affäre die große neue Liebe sieht. Aber Frau Winter sieht das offensichtlich anders. Vielleicht war er eifersüchtig. Und was ist mit Svenja Winter? Sie hat mich scheinbar angelogen, was den Streit mit ihrem Vater und den Uniwechsel angeht. Sie hat uns irgendetwas zu verschweigen. Und wie sollen wir herausfinden, ob einer der beiden etwas mit den vergifteten Pralinen zu tun hat? Ich habe da schon eine Idee, aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Gut, okay. Isabella Schulien und Kriminalhauptkommissar Dirk Niebler haben ihre Strategie genau miteinander abgesprochen und werfen am nächsten Tag bei den neuen Verdächtigen den Köder aus. Hallo, Herr Ruprat. Ihre Nachbarin meinte, dass ich Sie hier finde. Guten Tag, Frau Schulien. Hallo. Gibt's was Neues von Rabea? Sie haben mir erzählt, dass Sie sich in Frau Winter verliebt haben und umgekehrt. Ich habe allerdings Grund zu der Annahme, dass Frau Winter sich auch mit anderen Männern getroffen hat. Wie kommen Sie denn da drauf? Das war sicherlich nicht leicht für Sie. Erst die Trennung von Ihrer Frau und dann eine neue Liebe, die es gar nicht ernst mit Ihnen meint. Das stimmt nicht. Sind Sie in Ihr Haus eingedrungen und haben die Pralinen vergiftet? Eines Tages wird die Stadt so tief sinken, dass ich die heutigen Gassen nennen kann. Störe ich gerade? Nein, kommen Sie doch rein. Ich lese meiner Mutter aus Ihrem Lieblingsbuch vor. Vielleicht hilft das ja was. Ist sie denn schon wieder ansprechbar? Nein. Die Ärzte hoffen aber, dass sie bald aufwacht. Das Gift ist komplett abgebaut, aber sie ist noch sehr schwach. Gibt's denn was Neues? Ich wollte mich noch mal gern mit Ihnen über das Studium unterhalten. Laut unseren Nachforschungen waren Sie die letzten 2 Jahre bei keiner Vorlesung mehr in Bochum. Und Ihre letzte Semestergebühr haben Sie auch nicht bezahlt. Ja und? Was hat das mit der Sache hier zu tun? Ja, Ihre Mutter hat Sie beim Studium finanziell unterstützt. Nur haben Sie ja gar nicht studiert. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Das geht Sie gar nichts an. Haben Sie das auch zu Ihrer Mutter gesagt, als die Ihre Exmatrikulationsbescheinigung bekommen hat? Hat sie Ihnen dann den Geldhahn zugedreht und haben Sie deswegen Ihre Mutter vergiftet? Ich wusste nicht, dass Rabea sich mit anderen Männern getroffen hat. Aber das ist auch egal. Ich liebe sie. Ich würde ihr nie was antun. Es tut mir leid. Ich will ja auch nur herausfinden, wer die Pralinen vergiftet hat. Aber was ist mit Ihrem Mann? War er es denn nicht? Das glaube ich ja auch. Aber leider reicht die Spurenlage nicht aus, um ihn zu überführen. Und deswegen will die Polizei heute Nachmittag noch mal die Kartbahn überprüfen. Vielleicht bringt das neue Erkenntnisse. Ja, okay. Der Druck an der Uni war mir einfach zu groß. Und da habe ich mein Studium abgebrochen. Am Anfang habe ich mich ja geschämt, aber dann habe ich einfach mein Leben genossen. Das Geld meiner Mutter kam ja monatlich auf mein Konto. Und wie hat Ihre Mutter dann reagiert, als sie erfahren hat, dass Sie ihr Studium abgebrochen haben? Ja, die war stinksauer. An dem Abend, bevor sie vergiftet wurde, da hatten wir einen Riesenstreit. Sie wollte, dass ich gehe, aber ich habe dann trotzdem auf der Couch geschlafen. Ja, und dann wollte sie den Geldhahn zudrehen. Was haben Sie dann gemacht? Jetzt hören Sie doch auf. Ich habe meiner Mutter nichts getan. Okay, es tut mir leid. Ich habe mich vielleicht etwas im Ton vergriffen. Aber Sie müssen wissen, wir tun wirklich alles, um herauszufinden, wer Ihrer Mutter das angetan hat. Ich dachte, dass mein Vater vielleicht... Ja, leider reichen die Beweise gegen ihn nicht aus. Wir werden heute Nachmittag noch seine Kartbahn durchsuchen. Vielleicht wissen wir dann mehr. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, ich muss dann auch bald los. Wiedersehen. Tschüss. Ja, hallo, Frau Schulien. Der Köder ist ausgelegt und meine Männer sind bereit. Sehr gut. Ich komme dann auch zur Kartbahn. Und wenn Mario Winter nicht der Täter ist, dann wissen wir hoffentlich bald, wer die Pralinen vergiftet hat. Ja, gut. Dann wiederhören. Um den Täter zu fassen, der Rabea Winter vergiften wollte, haben ihre Rechtsanwältin und der ermittelnde Kriminalhauptkommissar einen Köder ausgelegt. Und der Plan der beiden geht tatsächlich auf. Hallo, Herr Ruprat. Woher wussten Sie, dass ich es bin? Abgesehen von Mario Winter haben nur Sie und Svenja Winter ein Motiv gehabt, um Rabea Winter zu vergiften.
Ja, deswegen haben wir sie beide etwas unter Druck gesetzt. Und ganz beiläufig erwähnt, dass die Beweise gegen Herrn Winter nicht reichen und wir nochmal seine Kartbahn durchsuchen möchten. Unser Plan ist aufgegangen. Sie haben Panik bekommen und sind jetzt hier, um falsche Beweise zu platzieren. Wozu Eifersucht einen doch so treiben kann. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Das brauchen Sie auch gar nicht. Wir wissen ohnehin schon alles. Ja, wir haben Sie hier mit dem Gift erwischt und ein Geständnis würde Ihnen jetzt sicher weiterhelfen. Und Sie wussten, dass Frau Winter sich mit anderen Männern trifft. Aber das war Ihnen alles andere als egal. Ich dachte, dass ich nach der Trennung von meiner Frau mit Rabea eine Zukunft hätte. Aber sie traf sich auch mit anderen Männern. Ohne Rabea war ich ganz allein. Das sollte sie büßen. Sie kannten Frau Winter. Und Sie wussten auch, dass der Zettel mit dem geheimen Süßigkeitenvorrat von ihr stammt. Die Frage ist nur, wie ist es Ihnen gelungen, in Ihr Haus zu kommen, um die Pralinen zu vergiften? Ja, als er auf Geschäftsreise war, da habe ich bei ihr die Blumen gegossen. Und da habe ich ihren Schlüssel nachmachen lassen. Und jetzt wollten Sie Mario Winter den Mordversuch in die Schuhe schieben? Ja, wenn sie dachte, dass Mario sie vergiften wollte, hätte ich doch eine Zukunft mit ihr gehabt. Sie wollten eine neue Chance. Aber daraus wird es wohl nichts mehr, Casanova. Los, mitkommen. Mitkommen, habe ich gesagt. Am nächsten Tag wacht Rabea endlich aus dem Koma auf. Unglaublich, dass Thomas zu sowas fähig war. Zum Glück hat Frau Julien dieses Schwein überführt. Ja. Mama, was ist los, Schatz? Es tut mir so leid, dass ich dir nichts zu meinem Studienabbruch erzählt habe. Ich hätte dein Geld nicht einfach so verpulvern dürfen. Okay, aber Svenja, lüg mich nie wieder an. Oh, tut mir leid, ich hoffe, ich störe euch nicht. Ich lasse euch mal kurz allein und hol eine Vase. Hier, ich. Hör zu, Rabea, es tut mir einfach alles so unendlich leid, was passiert ist. Ich kam einfach nicht damit klar, dass du mich verlassen hast. Du musst verstehen, ich wollte doch mit dir alt werden. Und jetzt? Ich weiß, das entschuldigt nicht das, was ich gesagt habe. Hör zu, ich kann verstehen, wenn du mich jetzt hasst. Und ich verstehe auch, warum die Polizei davon ausgegangen ist, dass ich das mit dem Gift war. Die Rosen, deine Entschuldigung. Mario, was willst du von mir? Warum ich eigentlich hier bin, ist, ich möchte dich um eine allerletzte Chance bitten. Vielleicht nicht als Ehemann, aber als Freund. Papa fängt jetzt auch eine Therapie an, um seine Wut in den Griff zu bekommen. Ja. Das ist ja schon mal ein Anfang. Am Anfang war ich überzeugt, dass Mario Winter hinter dem Mordanschlag steckt. Dass er am Ende gar nichts mit dem Gift zu tun hat, zeigt mal wieder, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen soll. Aber ungeschoren kommt er trotzdem nicht davon, denn wegen der Bedrohung muss er mit einer Geldstrafe rechnen. Der wahre Täter, Thomas Rupprat, hat aus Eifersucht gehandelt. Auf ihn wartet jetzt eine Anklage wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung. Und darauf steht lebenslang. Zum Glück ist meine Mandantin noch mal glimpflich davongekommen und hat sich gut erholt. Jetzt kann sie endlich in eine gesicherte Zukunft starten. Aber von Pralinen wird sie lange die Finger lassen.